Liebe Grillfreunde, ich habe heute ein schönes Stückchen Fleisch für euch vorbereitet. Ein Obelix-Steak von der österreichischen Calvin. 4 Wochen gereift, Dreitsch am Knochen. Also Obelix-Steak aus dem Grund, weil wir in Kanumtum sind und haben wir gesagt, wenn wir schon so einen Rinderschlögel Dreitsch gereift haben, dann haben wir jetzt ein richtiges Obelix-Steak. Das passt in unsere Region. Da habe ich jetzt natürlich ein schönes Deckerl ausgeschnitten. Ich habe da jetzt ein bisschen ein grobes Steinsalz. Da ist wichtig, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Ein bisschen ausdrucken, ratzfatz. Andere Seiten auch. Schaut richtig gut aus. Ich verwende gerne Steinsalz, weil es aus dem Berg direkt rauskommt, weil es nicht gereinigt ist, weil es mehr Spurenelemente, mehr Mineralik hat, ja, und einfach viel milder im Geschmack. Und deswegen kann ich mehr Steinsalz verwenden. Und das ist Weltklasse. Und jetzt da den Rost ein bisschen mit dem Zwiebel, gell? Die heilige Dreifaltigkeit. Hitze, Fleisch und Salz werden wir jetzt vereinen. Also die Dreifaltigkeit ist natürlich beim Grillen immer das Lebensmittel, sprich ein gutes Fleisch, ein Salz und die Hitze. Diese drei Dinge zusammenzuführen macht richtig Spaß. Jeder, was beim Griller steht und das erlebt, hat das Funkeln und die Glut in den Augen und es gibt nichts Schöneres. Und los geht's! Ah. So, wir grillen jetzt direkt am Rost, pro Zentimeter eine Minute. Das Salz kann da jetzt arbeiten. Salz ist für mich der Botenstoff, Kohlenhydrat, Eiweiß und Eisen kommt an die Oberfläche. Wir lassen sie jetzt schön karamellisieren und haben einen schönen Maillard-Prozess. Der Maillard-Prozess ist nichts anderes als die Karamellisierung. Wenn ich das Fleisch vorher einsalzen tue, habe ich das Salz nicht aus bösen Feind, sondern das Salz ist der Botenstoff. Kohlenhydrat, Eiweiß kommt an die Oberfläche, das Fleisch fängt zum Schwitzen an. Auf der Hitze, sprich am heißen Grillrost, kriege ich eine Grillmarkierung. Das ist der Maillard-Prozess. Das erste Problem dann, die Röstaromen in der Nase, die Folge Aquaplaning auf der Zunge. Keine Angst, dass du alles richtig gemacht. So, liebe Freunde, das Fleisch ist jetzt angegrillt. Weißer Rauch, guter Rauch, das habt ihr gesehen. Wenn ich vom Griller den weißen Rauch habe, dann weiß ich immer, ich habe keinen Fettbrand. Das Ibiza-Syndrom, das gibt es schon seit 25 Jahren bei der Grillerei. Es heißt, wenn da drinnen Sauerstoff auf die Kohle trifft, der Deckel ist vielleicht offen oder der Lüfter, entsteht gleich ein Fettbrand, dann hast du dieses Benzpyren, dann hast du den schwarzen Ruß und das ist schlecht. Und deswegen muss man vermeiden, diesen Fettbrand. Und weißer Rauch ist immer guter Rauch. Wir werden das Fleisch jetzt entkoppeln. Ich habe da jetzt mein Holzscheim ein bisschen angegrillt. Habe es ein bisschen sterilisiert. Jetzt legen wir das Fleisch drauf. Setzen da den Grillrost drauf, dass wir ein bisschen höher kommen. Und legen das Ganze drauf. Jetzt legen wir es im Wellnessbereich. Setzen einen Kerntemperaturfühler und lassen es jetzt rosten. Auf 52 Grad. Grillen ist für mich immer Entschleunigung, weil natürlich das Lebensmittel eine Zeit lang braucht, bis es wachsen tut. Gleichzeitig ist der Grillprozess auch ein Prozess, wo ich ein bisschen Zeit brauche. Dabei gebe ich jetzt einen Deckel auf, dass jetzt der kuscheln kann, ein bisschen sich entspannen. Und wenn es 52 Grad hat, nehmen wir es runter und dann schauen wir, wie das gute Fleisch von der Calvin schmeckt. Fleisch ist natürlich in der Rastphase immer eine spannende Geschichte, wenn ich dann frische Kräuter verwende, das Fleisch mit den Kräutern aromatisiere, dann entspannt es sich, Eiweiß denaturiert, ich kriege meine Garstufe, die Kräuter entfalten sich, das Geschmackerl vereint sich, ja, und im Endeffekt kommt dann ein entspanntes Stück Fleisch raus, das was richtig gut schmeckt. Wir haben 52 Grad erreicht, schwanken schon auf 53 Grad, jetzt schauen wir uns mal unser Fleisch an. Oh, schaut schon gut aus. Jetzt schneiden wir es einmal auf. Bei unserem Obelix-Steak haben wir natürlich ja, verschiedene Fleischteile. Wir haben da die Schalen, wir haben das Frikando, wir haben die große, die kleine Nuss, wir haben ein Stückchen vom Schlussbraten. Ja, und das schneiden wir jetzt auf in Einzelteile. Die Randstücke, das sind meistens die Mama-Stücke, weil das ist ein bisschen mehr durch. In der Mitte drin zum Knochen,
wo die Innenschale liegt, die Nuss liegt, ja, oder die Innenseiten von Frikandeau, das sind dann die Papastücke, weil die sind schön medium oder medium rare. Und somit hast du ein schönes Steak, wo du verschiedene Teile hast, wo was für die Kinder dabei ist, ja, wo was für die Mama dabei ist, das was ein bisschen mehr durch ist, und wo für die Männer diese medium rare Geschichten dabei sind. Ja. Und dann hast du alle unter den Hut mit einem Stück Fleisch. So, dann ein bisschen was vom Schlussknochen. Ein bisschen Zitronenschalen noch. Drüber, dass wir ein bisschen Frische noch reinkriegen. Dann geben wir noch ein bisschen Saft drüber. Und dann werden wir scharf schneiden. Ihr seht jetzt schön am Punkt grillt. Ein untypisches Steak, weil den Schlögel als ein Ganzer, das gibt es ganz selten. Aber ich kann euch nur empfehlen, nehmt euch so ein Obelix-Steak einmal, gleich einen Fleischhocker. Dann hast du gleich ein Steak für mehrere Leute. Ich muss gleich einmal kosten. Weltklasse. Liebe Leute, angerichtet haben wir und jetzt bin ich dahin, weil jetzt lassen wir es gut schmecken. Führt euch!